Am 10. September hatte das Neubrandenburger Netzwerk für Suizidprävention des DRK anlässlich des Weltsuizidpräventionstages einen Informationsstand auf dem Marktplatz der Vier-Tore-Stadt aufgebaut. Das Motto in diesem Jahr hieß Einsamkeit im Alter. Wir haben dieses Jahr gesagt, wir gucken mal uns eine bestimmte Altersgruppe an, die Senioren, weil das Thema Einsamkeit im Alter schon dazu führt, dass gerade in dieser Altersgruppe die höchste Suizidrate ist. Also viele Menschen über 60 laut Statistik nehmen sich aus Einsamkeits-, aus Verzweiflungsgründen das Leben. Und da haben wir gesagt, es gibt so vieles, was wir dagegen tun können. Es gibt viele Partner. Das Deutsche Rote Kreuz, die Telefonseelsorge oder die Kirchgemeinde sind einige davon. Es ging vor allem an diesem Tag darum, den Menschen die Angebote näher zu bringen, ihnen überhaupt zu zeigen, dass es solche gibt. Denn oft wissen die Betroffenen oder ihre Angehörigen wenig bis gar nichts darüber. Ich glaube, dass diese Angebote gar nicht genug bekannt gemacht werden können. Ne? Dass Menschen wissen, ich muss nicht alleine sein und ich muss nicht verzweifelt in meiner Wohnung sitzen, sondern ich kann zu Angeboten gehen, zu Begegnungsstätten. Es gibt Beratungsstellen, es gibt Partner, die mit mir sprechen. Auch wenn ich keine Familie, keine Enkel in der Nähe habe, die sich kümmern, gibt es ganz viel Hilfe und Menschen sind füreinander da. Und das soll auch ein bisschen, gerade in diesen Zeiten, ne, dafür da sein, dass wir sagen, wir müssen in der Gesellschaft zusammenhalten, von alt bis jung. Einfach mal mit älteren Menschen ins Gespräch kommen, bei Kaffee und Kuchen auf eine halbe Stunde. Auch das wurde an diesem Tag durch das Netzwerk angeboten. In Neubrandenburg beteiligte sich auch die Kervita Tagespflege auf dem Datzeberg an den Aktionen. Hier wurde, wer wollte, durch die Auszubildenden des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums Wirtschaft und Verwaltung einen Vormittag lang kosmetisch verwöhnt. Die vielen schönen Aktionen am Weltsuizidpräventionstag in Neubrandenburg rückte das Thema der Einsamkeit im Alter auf jeden Fall in den Vordergrund und konnte die Menschen dafür hoffentlich auch nachhaltig sensibilisieren.